Hallöchen, herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Dark and Light. Wir sind hier auf der Vulkaninsel unterwegs. Der Hippo Dexa und der Coach. Servus. Hallo. Moin. Hallo. Ja, wir brauchen ein Feuerelementar und dann geht's zurück zur fliegenden Insel. Wenn ich die Feuerelementare kille und mit dem Greif auffutter, habe ich das dann oder muss ich dafür absteigen? Du kannst dich, glaube ich, nicht mit dem Greif auffuttern. Also, okay, das ist dämlich. Und mein Feuerelementar ist gerade eben respawned. Ja, irgendwie ist meins auch dann weg gewesen. Komisch. Na gut. Ja, du darfst dich, wenn der down ist, nicht nochmal raufhauen, dann sofort. Ich krieg da irgendwie keine Elementarschaufen aus diesen Feuerelementaren raus. Die kommen auch nicht immer. Nee. Also ich hab jetzt schon... aus diesen kleinen sowieso nicht, aus diesen Kobolden, ne? Ich hab die großen. Der große, der ist hier gestorben und lag kaum eine Sekunde und ist weg. Also ich bin jetzt gerade beim dritten Elementar. Magic Shards jede Menge, aber ein Feuer Shard noch keine einzige. Kill jetzt mal die kleinen, da kommt bestimmt auch was raus. Wie halten die denn so aus? Viel. Schon ein bisschen. Ich glaube, dann steige ich lieber ab. Tum tum tum. Das war knapp. Oh. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Aber was ich hier töte, das scheint irgendwie ratzfatz zu despawnen. So, schauen wir mal. Doch eben schon welche von denen getötet. Magic Shards? Ja, Fire Elementar. Kommt auch bei den Imps raus. Mit der Spitzhacke. Ja, noch ein Feuerelement. Ah ja, ja, die Imps geben. Ja? Mhm. Mhm. Ja, jetzt habe ich 3. Gut. Hier. Kann ich ja wieder direkt zurückfliegen. Ja, ach Gott, lass uns doch einfach ein paar sammeln. Ja, die bräuchten wir eh, wenn wir noch die Eisrüstung bauen wollen. Genau. Hier gibt's auch viele Bahamuts, ne? Die könnten wir ja dann vielleicht hier zähmen mal. Ja, genau. Richtig viele Bahamuts. Ja, sind die, witzigerweise sind die alle halb tot. Ja gut, die haben es halt nicht ganz einfach auf dieser Insel. Mit den Kätzchen und so. Ja. Gut. Hier ist ein totes Elementar, okay. Und die Bahamuts scheint es. Der schläft bestimmt nur. Ja, die Bahamuts zerlegen die ganz gut. Ja, aus denen kommt tatsächlich kein Kern raus. Kerne habe ich jetzt 5 Stück. Da kommt nur Schwefel raus aus den Bahamuts. Aus den, die Magic Shards. Ja. Gut, machen wir halt die Imps. Da gibt's hier gerade 1000. Jo. Gut, dass der Griffin so schöne AOE-Flächen macht. Oh ja. Ich habe jetzt 12. Die ist hier in eine unsichtbare Wand. Ja, hatte ich auch gehabt, irgendwelche unsichtbaren Felsen oder so. Oh ja, wenn du zu mir rüberkommst, hier ist dann auch noch jede Menge Imps. Habe ich gerade genug von, ich habe eher zu viele. Oh ja, weil ich da. Achso, dann ist das Coach, der da drüben sitzt. Achso, ja, ich fütter gerade meinen Greif ein bisschen hoch. Er hat bei den Bahamuts ein bisschen gelitten. Ja, also jetzt hatte ich so 5, 6, 7, keine Ahnung, 8, 12, 100 Imps, ich weiß es nicht. Da hat jetzt mein Greif auch ein bisschen gelitten. Oh, da ist noch ein Imp. Der hängt aber fest. Ist ja alles gut. Die lassen auch richtig viele Kerne fallen. Da kommen jetzt auch 2, 3 aus einem raus. Jojo. Dafür war immer nur einer. Wenn überhaupt. Aus dem hier kommt jetzt dafür nichts. Ich hätte einfach nicht loben sollen.
Ich hätte einfach meine Fresse halten sollen. Das sagen sie mir immer. Yep. Ja, den haben wir. Na komm schon, einer geht noch. Machen ja ganz schön Aua, diese kleinen Viecher. Small Spell Tower. Ich habe gerade Taumaturgie gelevelt. Klassisch. Ja, da können wir Türme bauen und unsere Basis verteidigen. Die von was angegriffen wird? Lass mir doch meine Illusion, Mann. Ja, ich glaube, der größte Feind für unsere Basen sind wir selbst. Eben, gegen Coach ja, zum Beispiel. Ich bin ja gleich im Arsch hier. Ja, ich habe auch kein Schwert abgekriegt. Wie, was? Ich muss mal eben ins Wasser gehen hier. Irgendwie greift mein Greif nicht mehr an. Doch, 91 Schaden machst du doch. Ja, jetzt schon, aber ich habe hier 10-mal geklickt und er hat einmal angegriffen. Hast du gestanden? Nein, geflogen. Er ist in der Greifengewerkschaft. Achso. Arbeit nur von 10 bis 12. Genau. Du hast ihn ja auch Vergreif genannt und nicht Angreif. Oder Vergriffin hast du ihn genannt. Vergriffin war es, ne? Also ich möchte jetzt wieder weg von dieser Insel. Das war gut. Ich habe hier gerade einen Meteor geleert und da waren 6... Ach nee, es waren keine Feuerelementare, aber es waren 6 Earth Elemental da drin. Ist auch schön. Ah, ja, sehr gut. Kann man mitnehmen. Was ich nochmal austesten wollte, sind diese Pflanzen hier, was da rauskommt, wenn man die erntet. Nur die gleiche Scheiße wie sonst auch aus den Pflanzen. Der lässt einem auch einfach keine. Meint ihr jetzt die Illusion genommen? Ja, total. Ich dachte, hier kämen jetzt dann vielleicht mal ein richtiges Highlight drin, ne? Feuerelementare raus, oder? Kannst du voll knicken. Naja, immerhin kommen immer Feuerblossoms, sieht's raus. Wenn man so umsenzt. Die findest du ja auch sonst so selten. Ich brauch mal für meinen Greif. Wow, der ist ja Level 44, leck mich am Arsch. So. Oh, mein Greif ist überladen. Nee, okay, passt. Braucht mal ein bisschen Fleisch für ihn, weißt du? Oh, das habe ich, seitdem ich die 4 Barbuts zerlegt habe. Ja, aber es ist alles Prime. Ich habe jetzt hunderte von Prime Meat. Nee, du kriegst auch normales raus. Ja, aber ich habe mein Inventar voll mit hunderten von Prime Meat. Naja, lass mal das gammeln. Oh, das ist ja so schnell weg. Also ich habe jetzt auch 7 mal Feuer. Ich hab 5. Ich hab 13, passt. Ja, gut, dann mache ich mich schon mal auf den Weg. Genau. Und mein Greif ist ganz schön kaputt. Ah ja, gut. Hauptsache wieder. Oh, perfekt. Was? Hier liegt Meteoren rum. Da waren bei Light Elementar Core 7 Air Elementar Core und noch anderes Gedöns drin. Ich dachte, du hast jetzt vielleicht einen schönen Sattel oder so gefunden. Nee, leider nicht. Das wäre halt wieder so typisch Xar gewesen, ja. Naja, aber so ein Satz Elementalbasis ist doch nicht übel. Sättel hast du dann übrigens auch bei Blutmöglichkeiten. So. Epischen Reifsattel oder sowas zu kriegen. Ja, das wäre schon sehr geil. Also, die können auch aus den Meteoren kommen, ne? Oder? Ja. Ja. Das wäre schon. Klar. Du hast ja diesen Blutbogen, dann kommen ja halt mehr Meteoriten da. Mein Problem ist, dass mein Greif irgendwie sagt, ich bin müde. Ist nicht so gut, ne? Müde? Dein Greif sagt müde? Mein Greif sagt. Fokus bei 248%. Bei 248 Punkten. Von 700. Solltest du den mal mit Blumen füttern?
viele Blumen ernten und viel verdammt. So sehe ich aus. Nee, das, damit kriegst du es aber ja hoch. Ja, warum hat denn der so ein wenig Fokus? Dann lädt er beim Schlafen nicht genug auf. Und dann kann es sein, dass er irgendwann mal einen Klappmann macht. Ja, ja, wollte ich sagen, schläft der dann einfach ein oder ist er dann tot? Der ist dann tot. Tot? Der ist dann tot? Echt? Ja, wenn Fokus alle ist, dann fällt der. Dann verliert ihr Leben. Echt? Das ist ja total bescheuert. Blumen, ich brauch Blumen. Ja. Ja gut, das ist halt der Nachteil, dass der Server nicht durchläuft, ne? Ja, wieso? Der sollte doch trotzdem schlafen. Ja, wann denn? Der Server an sitzt du doch fast immer drauf. Ja, nee, das ist jetzt nicht, also das da unterstellst du mir jetzt aber. Also das ist ja ein Gerücht. Ja. Mit was pflück ich denn am besten Blumen? Weiß nicht, mit einem Hemd. Schwert. Koja. Hm. Ja, toll. Ah ja, doch, jetzt kamen ein paar. Vorhin irgendwie nicht. Und dann ich hab vorhin mit dem Schwert reingehauen, da kam eine Blume raus. Jetzt kommen mehr, 70 und so weiter. Ja, aber du brauchst auch viele, weil die bringen nicht viel, aber damit kannst du es wieder hochpushen halt. Solltest du vielleicht mal. Ach du scheiß Vieh, hau ab. Im Offscreen machen. Ja, du, wenn der mir jetzt aber gleich umfällt, dann habe ich im Offscreen ja, auch so nichts von. So schnell dürfte es jetzt nicht runtergehen eigentlich, oder? Ich weiß es nicht, also wenn der jetzt... Naja, gut. Wie viel hat der jetzt noch? 200. Von? Ja, sonst 700. Wir sind ja bald am Folgenende. Oh. Ein bisschen... Das weg. Ja, ich fütter ihm jetzt mal 100 Blumen rein und dann wird das ja hoffentlich gehen. Warum bin ich denn so überladen? Ich hab doch gar nichts. Ich hab da schon ein paar Tiere durch verloren. Echt jetzt? Ja, und das komischerweise bei dem, beim Singleplayer, wo ja auch nichts weitergeht, wenn du nicht drauf bist. Ja? So auf meinem Server ist mir das noch nicht passiert. Aber den drehe ich ja auch nicht ab. Okay. Da haben sie ja genug Zeit zu kennen, die Viecher. Soll ich dir mal was sagen? Hä? Ich habe ihm jetzt gleich, also jetzt sind 50 Blumen drin und er hat nicht... Jetzt hat er 0,1 Fokus gewonnen, nach 100 Blumen. Wow. Also, stehst du gerade mit dem, oder? Der steht auf dem Boden und ich stehe daneben und mache Remote-Use, ja. Das kannst du knicken mit Blumen. Ging sonst immer. Ja, wahrscheinlich muss ich den einfach mal irgendwo parken und halt nochmal mit dem Frog unterwegs sein. Und dann wird er ja hoffentlich schlafen, oder nicht? Normalerweise sollte er, wenn der Server läuft, ja. Hm. So, Erd- und Dunkel-Elementar muss auch hin. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Ich bin jetzt natürlich erst noch auf der Insel gewesen, also ich komme noch angeflattert. Sonst musst du dem zur Not halt mal die Sets geben. Nee, das Infinite Stats wirkt sich nicht auf den Fokus aus. Das habe ich bei mir selbst schon gesehen. Oh. Wenn ich Infinite Stats anhab, dann werde ich nicht wach dadurch. Okay, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja, oh Gott, wenn es so ist, ist es so. Ich meine, in den Kommentaren stand ohnehin schon drin, das sollten wir wirklich mal machen, dass wir unsere Seelensteine und Seelensteine bauen und dann unsere Tiere mal speichern. Das geht ja. Ja, stimmt, gute Idee, ja. Und dann können wir die im Altar lagern und wenn uns tatsächlich mal so ein Vieh, ich meine, bei den Greifen macht das, finde ich, Sinn. Auf jeden Fall. Und bei den Lavatigern macht das eigentlich auch Sinn. Also da müsste man wirklich mal so einen Schwung von diesen Steinen bauen und speichern. Oh, hier kommt gerade ein Meteor runter. Das kostet hier auf der Insel? Ja. Wo ist er? Fast die Meteor, fast die Meteor. Eine wichtige Info habe ich dazu. Sie haben die Reaper heftig stärker gemacht mit den letzten Patches. Okay. Ja, die konnten auch zuletzt nix. Die konnten zuletzt nix, aber jetzt können sie, wenn du ganz viel Pech hast, auch mal 2000 Schaden auf einmal rausrotzen. Wo war der? Ja, direkt jetzt vor deiner Nase hier unten. So. Also passt auf mit den Greifen. Der ist ins Wasser gelaufen gerade. Wasser gelaufen? Ja, der ist irgendwo hier rüber. Der hat die Wassermelone getragen. Hier ist er. Ja, das ist doch nur ein Skelett. Ja gut, dann. Aber der Meteor klebt am Baum. Was? Bei mir ist da kein Baum.
Bei mir, okay, bei mir liegt er auf dem Boden. Skeletto hier. Okay, ne, also bei mir klebt der oben am Baum dran. Da hat eine Baumspitze so, oder? So ein Eis am Stier. Schön. Ah, jetzt ist er runtergefallen. Ja, ich hab ihn aufgehoben. Hat sich gelohnt? Ja, nix. Bisschen Stein, ein bisschen Eisen, sowas. So, ich versuche mal das Skelett hier rüber zu holen. Ich wollte gerade sagen, geht mir auf den Sack da hinten. Was ist denn das hier für eine Pflanze? Was sind denn hier für... Ach, das sieht auch nur toll aus. Hallo? Blöd Skelett. Warum nimmst du den jetzt wieder mal drüber? Weil das Ding einen Wendekreis hat wie ein Panzer. Ja, da. Er geht in Flammen auf verfolgen. Ja. Du hast gerade Wasser berührt. Ich hab gerade Wasser berührt, das ist tragisch. Mach den jetzt hier. Mach den jetzt hier aus der Nähe flappen. Was denn? Läuft. Halt die Klappe. Ja, ihr wisst schon, dass man als Viecher im Wasser immer noch nicht looten kann, ne? Oder? Na, doch, hier mittlerweile geht's. Ja. Mittlerweile geht's. Okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Und was hat er alles bei? L. Und eine Steinaxt. Die Jungs holen sich. Ja? Ah, ich konnte es nochmal abbrechen. Ich habe hier gerade das Event-Auto schon gestartet. Was ist los? Ja, das Ding geht sofort an, sobald man das letzte Inventarstein-Ding reinlegt. Ja, das hätte ich dir sagen können. Ja. Und unter Umständen hätte ich dir sagen können. Ist ja sehr nett, ja. Ist ja sehr nett. Ja, ich konnte es wieder abbrechen. Schön. So, nun hier mal alle. Jetzt mal alle hier landen. Ja, warte mal, ich muss noch mal, bevor hier das Chaos ausbricht, muss ich noch einmal Screenshot und so machen. Von fliegenden Inseln. Weißt du Bescheid? Ich kann so nicht arbeiten. Was? Was? Hallo? Man muss doch mal fotografieren dürfen, oder nicht? Jetzt bleibt mal vernünftig. Ja, unser Zwerg regt sich schon auf. Zu Recht, au. Was? Es ist doch so schön hier, da muss man doch mal Fotos von machen dürfen, oder nicht? Unser Quoten 12 hier. 12? Ich komme wieder zurück, ich stehe hier mit den Weibern. Ja, okay, ich komm zurück. Ich rette dich vor den Weibern. Ach komm, hier. Vor diesen verrückt gewordenen. Das ist aber zu gucken hier. Nimm wir ja nicht so. Coach sieht sie aus. Oh Gott. Okay. Bin da. Es kommt mit der Ohrenlock Klatsch. Wollte ich gerade sagen. Hast du irgendwas an der Nahrungsaufnahme geändert, an den Servereinstellungen? Weil. Ich hab in den Servereinstellungen eingegeben, wenn Coach was isst, verbrauche Nahrung und füge keine hinzu. Nee, ich verbrauche hier Nahrung wie bekloppt. Ja, sag ich ja. Okay, dann ja. Dann, hau rein da. Was müssen wir noch reinschmeißen? Sekunde, was fehlt noch? Erde. Erde habe ich. Zack. Achso, nur eine. Ich hoffe, das ist noch da. Abracadabra, das läuft jetzt durch? Eigentlich ist da gerade ein Meteorit eingeschossen. Eigentlich sollte hier jetzt was passieren. So ja, es läuft jetzt erst noch durch, also... Also. Dauert am Jetcam. Also die Kugel liegt drin. Was? Kugel. Was denn für eine Kugel? Ja, die Soul of Darkness. Jetzt passiert doch was! Es passiert was! Hilfe, 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 Hilfe! War das jetzt so gut? Sollten wir weg? Sollten wir aufsatteln? So ja, da oben sind Leuchtedinger am Himmel. Leuchtedinger am Himmel. Also auf jeden Fall sollten jetzt eigentlich vermehrt Meteoriten demnächst dann runterschießen. Hier oder überall? Nee, generell. Aha. Jetzt kannst du ein Foto machen. Hab ich. Achso, fantastisch. Aber das sieht schon geil aus, also... Ja. Ah, hier, zwei Feuerelementarkerne. Jetzt sind sie hier gelandet. Verarscht uns doch das Spiel hier. Ja, natürlich. So, dauerhaft. Immer. Alle Spiele. Jederzeit. Ja, okay, also das heißt, jetzt heißt, wir haben mehr Meteore, aber es ist jetzt nicht irgendwie das... Aber schau mal, die Dinger kommen doch runter. Welche Dinger? Oder? Ach, die Fliegedinger. Die Fliegedinger, oder? Sieht echt ein bisschen so aus. Kommen die runter? Ja. Wenn dann nur ganz langsam. Ja. Ja, so richtig
So richtig nicht. Ja, okay, also müssen wir jetzt einfach überall schauen, ob irgendwo eventuell Meteoriten kommen. Da hinten fällt einer. Ja, der Strahl war ja schon die ganze Zeit dort, ne? Nein, da hinten ist einer runter, fällt gerade einer runter. Wo? Ich versuche mal hinter mir. Genau in die Richtung, in die ich fliege gerade. Ich gebe Hackengas, ich versuche hinterher zu kommen. Wahrscheinlich schlägt mir wieder Vogel unterwegs ein. Hast du ihn gesehen denn noch? Ah, da unten. Nö. Also unten am Strand ist auch einer. Und hier ist auch eigentlich so, hier unten am Elfenstrand ist auch eigentlich so dieses Haupteinschlagsgebiet. Warum ist das eigentlich so neblig und dunkel? Ja, Katastrophe. Keine Ahnung. Wenn das das verlegt. Das muss das Event sein. Ja. Mit Sicherheit. Ich glaube auch, nur daran liegt das. Was leuchtet denn da hinten so? Ist das die Elfenstadt, die so leuchtet? Oh oh, Reaper. 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 Och, der kuschelt da gerade noch mit irgendwas. Mit Coach. Nee. Das ist die Reaper-Bahn. Aber das sind jetzt zum Beispiel so Skelette hier, die haben zum Beispiel ein bisschen mehr Einlegbissen drin haben, weil das... Ach, es ist wieder am Plästern dran. Und ich brauche unbedingt einen Greif. Ich kriege hier überhaupt nichts mehr mit, weil ich nur in der Luft bin. Wenn die diese Rundum-Attacke machen, diese Reaper, solltet ihr tunlichst weg. Die macht jetzt wirklich viel Schaden. Na und, war da jetzt was super Tolles drin? Naja, wenn du den Reaper umhaust, könnte vielleicht was... Nicht in die Meteor. Nicht in die Meteor, die Viecher sind das Interessante. Ja. Meteoriten sind eigentlich immer... Ich verstehe. Mehr oder weniger Kacke. Kacke. Wie gesagt, aufpassen, also immer nur vorbeifliegen. Ah, scheiße, jetzt bin ich genau rein. Ich muss mal kurz landen. Boah. Der hält aber auch aus jetzt. Du war gleich tot. Von wegen. Doch, da ist er, ja. Und? Wo ist er? Was drin gewesen? Warte mal. Also ich hab ihn nicht getötet, bei mir ist nichts drin. Den Pfeile, also hier Gaming-Pfeile. Oh, das lohnt sich ja richtig. Das ist ja ein super Event. Wow, nee, Coach, gut, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, leck mich doch am Arsch hier. Hier ist ein übermütiger Greif. Was will er denn? Der Level 120? Was er an Schaden macht, sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, der Level 20 hat der. Ja, da geht er down. Da ist er hin. Ja, nee, das hat sich echt gelohnt. Also müssen wir mal gucken, dass wir jetzt auf jeden Fall Meteoriten abklappern. Also, ich hatte ja meine Basis immer hier oben an der Klippe gehabt, hier links. Ja. Und hier sind die Meteoriten wirklich bei Blutmond immer in Massen runtergekommen. Und ja, wir haben ja keinen Blutmond. Aber es soll ja mit diesem Ritual eigentlich uns ja beschworen werden. Der Blutmond. Ja, normal schon. So sprachen sie. Sieht das dann auch, also sieht man dann auch eine Art Blutmond oder ändert sich dann irgendwas? Also dass man das so verändert sich der Himmel dann, ja. Ist dann so rot? Zugezogen so. Ja, das nein, ist blau. Das, also jetzt ist er ja zugezogen. Jetzt regnet es gerade. Ja, und es fallen auch ganz viele kleine Meteore runter. Ja. Aber wir können in Richtung meines Hafens mal fliegen, weil da hatte ich ja auch Meteoriten. Da kommt wieder einer runter. Da ist einer, da hinten, ja, da ist einer runter. Da lang. Mein Gott, ihr seid dreimal so schnell. Also ich sehe hier nur Regen und Nebel. Ich stehe hier im Regen. Ja, ja. Ich guck mal, ob der Greif noch da ist. Da liegt sie ja nicht, liegt noch da ein Pen. So, also hier ist irgendwo mittlerweile aufgestanden. Hier ist der Meteor. Ach so, ja, hier am See ist er runtergegangen, da ist er. In der Elfenstadt direkt fallen sie auch runter, also sind auch zwei Punkte, wo sie runtergehen. Hier ist aber auch nur ein Skelett diesmal. Ja, das ist doch nicht der richtige Punkt. Also wenn die Meldung, wenn wir mal hier online sind, jetzt kommt die Meldung, und dann müssen wir hier vorne hin, weil
Hier kommen echt richtig viele runter. Aha. Hm. Yes. Das wird ja nicht nur auf, das wird ja nicht nur auf meinem Server so sein. Ja, ja, nö, nö, nö. Wirklich viel, also hier kommt jede Menge. Und? War viel drin? Boah. Ja, ein paar Steine, Eierrissen und Kupfererz. Boah, nee, also wirklich, das war der beste Tipp, den Coach bisher so gemacht hat. Also ich sage jetzt nochmal, wir haben keinen Blutmond. Ja, warum denn nicht? Was hast du denn da falsch gemacht? Ist doch die Meldung, dann haben wir die Meldung gekriegt, wir haben einen Blutmond. Nee, aber was hast du denn dann falsch gemacht? Du musst ja da irgendwas... Du hast doch den letzten Kern da reingeschraubt. Du hast mir nur gesagt, was ich machen soll. Ja, und wer hat's falsch ausgeführt? Wenn ich so eine beschissene Anleitung kriege, dann kann das ja nichts werden. Pack drei Elementarkerne rein, was ist denn das für eine beschissene Anleitung? Ja, hätten wir irgendwie diese Kugel, die dann da rauskommt, irgendwie benutzen müssen oder so? Oder? Gott, der sitzt hier tatsächlich noch. Oder Xar, du hast doch nochmal reingeguckt und hast gesagt, da liegt die Kugel drin. Hast du die dann da rausgenommen oder benutzt? Oder? Nein, ich bin einfach wieder raus aus dem Inventar und dann ging auch schon... Das war ja klar. Also du hast da nicht irgendwie benutzen geklickt oder das Ding in der Hand gehabt oder so, ne, okay. Hat nichts in der Hand gehabt, ne. Übrigens, der 116er Greif wird sterben. Ja, natürlich. Warum nicht? Ja, es kann ja sein, dass der eher wieder aufsteht. Aber der stirbt, bevor er wieder aufsteht. Wegen Hunger oder was? Ja. So was. Ach ja. Scheiß Spiel. ich muss mal Licht machen, ich sehe ja gar nichts mehr hier. Okay, lande. Bin erschöpft. Ich bin noch nicht erschöpft, ich habe nur die Hälfte gut. Nicht zu fassen. Puh, ist das hell jetzt. Ja, nee, also das Blutmond-Event ist richtig beeindruckend. Es geht ab. Ist also. Kein Blutmond. Ich flieg weg, ich hab gar noch mehr. Hat sich unser Ausflug zur fliegenden Insel richtig gelohnt? Ich fliege jetzt zur Menschenstadt und guck mir den anderen Meteoritensturzplatz an. So. Ja, ja, das ist eine super Idee. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, da. Da zeigt uns Coach dann das nächste Highlight. Das erinnert mich gerade total an die alten H1Z1-Folgen mit Coach, wo wir die Autospawns abfliegen wollen. Abfahren, ja. Na, eigentlich müsste jetzt Blutmond sein. Eigentlich sollte hier ein Autospawn Nein, sein. Nein, du kriegst eine Meldung, wenn Blutmond ist. Ja. Ich feiere das gerade minimal. Schön. Ja, also dann würde ich einfach mal sagen, wir machen mal einen Hashtag Coach loben in die Kommentare, ja? Und sehen uns dann in der nächsten... Was hopst denn hier? Warte mal, hier fliegt... Hier ist was... Was ist das denn? Warte mal. Ah, ein Elite-Greif. Was? Ja, den nehme ich. Ein Elite-Greif ist hier. Level 40. Alter. Soll ich den mitbringen? Richtig. Ja, was haben wir denn jetzt noch an Betäubungsfallen hier? Also ich habe keine mehr, aber ich könnte kurz zurückfliegen. Ich habe da noch ein paar an der Kiste rumfliegen. Ich habe jetzt noch am Mann 31. Am Mann? Ja, ich habe. Achso, bei dir passt das ja. Am 11. Am 11. 24, am 12. Am 12. Ja, also das Ding ist, er interessiert sich nicht für mich. Achso, der interessiert sich momentan noch fürs Kedo da unten. Und dann helfe ich ihm da mal. Wo seid denn ihr? Ich bin bei dem Elfenberg, aber ich versuche den mal in unsere Basis, in Richtung unserer Basis mitzubringen. Okay, dann fliege ich mal in die Richtung. Oder ihr kommt zurück zu diesem Elfenberg. Hier ist eigentlich sehr ruhig, wenn man ganz ehrlich ist. Jo, dann mache ich noch kurz einen Abstecher nach Hause und hol noch ein paar Pfeile. Ja, nee, lasst euch Zeit. Ich habe ja nur einen Elite-Greif an der Backe. Ja, weil du wirst doch wohl noch ein Weilchen beschäftigen können, oder? Bestimmt. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, ob ich das schaffe. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss. Kannst du mit ihm ja irgendwelche Kennenlernspielchen spielen oder so? Ich werfe ihn Wollknäuel zu und wir sagen uns unsere Namen und Hobbys, ja. Genau. Oder erzählst du schmutzige Witze oder so. Waschen.